Ich weiß, wie diese Leute sich fühlen. Als ich von Birkenstein erfuhr, war es, als hätte jemand sämtliche Nerven in meinem Körper durchschnitten. Aber ich muss daran glauben, dass das nicht das Ende ist. Ich muss daran glauben, dass sie die Reaper vernichten werden. Und ich werde dabei sein und es filmen. Und wenn der Kampf vorüber ist und mein Signal über Tidebeam gesendet wird, dann werden Leute aus der ganzen Galaxie sich versammeln. Sie werden auf ihren Sofas sitzen und zusehen und feiern. Und eines Tages werden sie auch wieder lachen. Lachen ist wichtig. Ich will, dass sie alles wieder normal machen, Shepard. Denn das ist die beste Rache, die ich mir vorstellen kann. Diana. PS, wenn ich das hier überlebe und sie nicht, werde ich für ein Heldenbegräbnis in der Birkenstein-Totenwache sorgen. Das ist so etwas ähnliches wie eine irische Totenwache, nur nicht so nüchtern und in sich gekehrt. Ja, sehr nett. Ja, ich habe mir nie Fische zugelegt. Und für Captain Shepard gibt es wohl kein TTT. Diesmal nicht. Commander? Diesmal gibt es nur die Rettung der Menschheit. Und der ganzen Galaxie. Wenn es sonst nichts ist. Das sollten wir auch hinkriegen. Treibstoff-Depot einmal bitte auffüllen. Und dann ab zum Massenportal. Da wie viele Reaper hier sind. Ich kann auch nichts anderes mehr anfliegen. Also, auf ins Finale, meine lieben Freunde. Commander, Prioritätsmeldung für Sie von Admiral Hackett. Er will an Bord kommen. Erlaubnis erteilt. Jawohl, Commander. Commander? Admiral. Sind Sie bereit, die Mächte der Galaxie über den Reapern zu entfesseln? Jawohl, Sir. Dann machen wir die Flotten bereit. Alle Flotten machen Meldung, Sir. Noch nie sind so viele zusammengekommen. Aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Die Reaper zeigen keine Gnade. Und wir werden es ihnen gleich tun. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten. Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen. Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen. Nicht nachlassen. Stärke zeigen. Gemeinsam. Hackett, Ende. Shepard, die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und Sie nehmen mit den Hammerbodentruppen London ein. London? Warum nicht direkt gegen die Citadel vorgehen? Das kann Ihnen Anderson sagen. Da bin ich mal gespannt. Admiral, wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind bereit, das zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaucht ist. Die Arme müssen offen sein, um den Tigel anzudocken. Ganz genau. Aber London ist umringt von Hades-Kanonen. Solange sie aktiv sind, können die Hammertransporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Infiltration mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen. Und wir richten eine vorgeschobene Operationsbasis ein. Wie sollen wir von London aus zur Citadel kommen? Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VOB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl.
Jedes Team, das es soweit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht, die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschirmflotten den Tigel zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Tigel lange zu schützen. Nie ist es einfach. Warum sollte das plötzlich anders sein? Ein Wahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, bluten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Tigel nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest. Jawohl, Sir. Viel Glück für uns alle. Ja, und los geht's. Wen nehmen wir mit? Wir nehmen auf jeden Fall Jarvik mit. Seine späte Rache an den Reapern. Und wir werden unser True Love mitnehmen hier. Liara kommt mit in den Einsatz. So, neue Waffen sind mir egal. Es geht mir um die Punkte. 9 Punkte für Shepard. Dann machen wir die Splittergranaten. Kapazität um weiteres um 2. Kapazität auf jeden Fall. Dann haben wir noch 4 Punkte. Adrenalinstoß erhöhen. Verringert erlittene Gesundheit und Schaden. Zeitnehmung 15%. Ja, alles auf dem Waffenschaden drauf. Liara, boah, 27 Punkte. Erstmal die Biotik vollpumpen. Aufladung von Liara Singularität um 100. Haben wir immer noch 12 Punkte. Dann einmal hier rein. Zack, noch 8 Punkte. Hier nochmal 4er raus. Größerer Wirkungsradius. Immer noch 4 Punkte. Dann machen wir noch Warp einen rein. Und noch Jarvik hat auch noch 6 Punkte. Der dunkle Kanal wird voll gemacht. Und los geht's. Nähern uns Solportal, Commander. In 30 Sekunden sind wir durch das Portal. Meldung der Allianzflotte. Meldung der Turianer. Meldung der Asari-Flotten. Eine riesige Flotte. Quarianische Flotten gemeldet und bereit. Meldung der Quarianer. Alle Flotten machen Meldung, Commander. Bereit für Ihren Befehl zum Angriff. Jetzt
sagen, schieß die scheiß Reaper ab. Greifen Sie auf mein Kommando die Reaper-Streitkräfte an. Verstanden. Alle Jäger mir nach. Einfach nur hinschauen und genießen. Melde mich ab. Bereite Sinkflug vor. Irgendwie hat man schon ein schlechtes Gewissen. Commander! Vorsichtig da unten. Wird schon. Bleiben Sie wachsam. Zu Befehl. Alle kämpfen und wir gehen darunter. Naja, fürs größere Ziel. Vorhut ist unterwegs. Hammer ist in Position und wartet, bis ein Weg freigeräumt ist. Normandy wieder bei Schwert. Viel Glück. Ich bin bald wieder zurück. Ich nehme Sie beim Wort. Norman, die Ende. Wir nähern uns der LZ, Commander. Wie sieht's aus? Es ist die Hölle. Sehen Sie selbst. Tut mir leid. Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Ich erkenne Sie kaum wieder. Scheiße! Anvisiert! Festhalten! Verdammt! Status! Das war der Trupp, der das Verteidigungsgeschütz ausschalten sollte. Wer ist jetzt dran? Niemand in der Umgebung. Alle im Einsatz oder abgeschossen. Absetzen. Sir? Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Verstanden. Planänderung, Leute. Wir werden diese Hades-Kanone ausschalten. Wie machen wir das? Das abgestürzte Shuttle hatte bestimmt schwere Waffen an Bord. Perfekt. Sie haben's gehört. Wir begeben uns sofort zu dem abgestürzten Shuttle. Wir durchsuchen das Wrack nach schweren Waffen. Direkt hinter Ihnen, Shuttle. Na gut, auf geht's. So, forward, come right here.